Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Trop grand et trop petit. In diesem Video geht es das Adjektiv, l'adjectif. Wir schauen uns genauer an, wie man zu groß und zu klein auf Französisch sagt. Aber zuerst eine kleine Wiederholung der Kleider. Les vêtements. Un pull. Un gilet. Un pantalon. Un t-shirt. Un short, une robe, une jupe, une chemise, une cravate, un manteau, un blouson, une veste, un chapeau, une casquette, un bonnet, des gants, une écharpe, des chaussures. Des baskets, des chaussettes. Jetzt kommen wir zum Adjektiv. Schauen wir uns ein erstes Beispiel an. Le pull est trop grand. Der Pulli ist zu groß. La chemise est trop grande. Das Hemd ist zu groß. Le pull est trop petit. Der Pulli ist zu klein. La chemise est trop petite. Das Hemd ist zu klein. Ihr bemerkt, dass man grand und petit mit einem E schreibt, wenn das Nomen weiblich ist. Die Aussprache ist auch etwas anders. Ich lese noch einmal vor. Le pull est trop grand. La chemise est trop grande. Le pull est trop petit. La chemise est trop petite. Hier werden das D und das T nicht ausgesprochen. Jetzt schauen wir uns die Mehrzahl an. Les pulls sont trop grands. Les chemises sont trop grandes. Les pulls sont trop petits. Les chemises sont trop petites. Zusätzlich zum E der weiblichen Form wird überall ein S dran gehängt. Das S wird aber nicht ausgesprochen. Zweites Beispiel. Le pantalon est trop grand. La robe est trop grande. Le pantalon est trop petit. La robe est trop petite. Auch hier wird ein E dran gehängt, weil la robe weiblich ist. Les pantalons sont trop grands. Les robes sont trop grandes. Les pantalons sont trop petits. Les robes sont trop petites. Hier nochmal das E für die weibliche Form und das S für die Mehrzahl. Weitere Beispiele. Le short est trop grand. La veste est trop grande. Les shorts sont trop grands. Les vestes sont trop grandes. Le t-shirt est trop petit. La casquette est trop petite. Les t-shirts sont trop petits. Les casquettes sont trop petites. Les chaussettes sont trop petites. Les chaussures sont trop petites. Ich hoffe, dass dieses kleine Video euch gefallen hat. Viel Spaß noch beim Lernen. À bientôt!